Ja, auch wenn hier noch nicht alle Plätze jetzt komplett wieder besetzt sind, Sie im Büro oder zu Hause vorm Rechner sind sicherlich wieder da. 14.30 Uhr hatten wir versprochen, 14.32 Uhr ist es geworden. Das ist, glaube ich, noch im Rahmen. Damit sind wir beim zweiten großen Block. Was wird möglich, ist die Überschrift. Und normalerweise, das kennen Sie von vielen BDEW-Veranstaltungen, erleben wir den Bundesminister für Wirtschaft und Energie als treuen Gast. Heute ist er uns für ein kurzes Grußwort zugeschaltet, Peter Altmaier. Sehr geehrte liebe Kerstin Andreae, sehr geehrte Frau Dr. Wolf, meine sehr geehrten Damen und Herren, die deutsche Energiewirtschaft hat sich im pandemiebedingten Einbruch der Konjunktur wieder einmal als bemerkenswert robust gezeigt, obwohl wir doch gerade selbst in einer großen Transformation uns befinden. Und gerade diese Stabilität, die Sie unter Beweis gestellt haben, brauchen wir im Moment dringender denn je. Die sichere Versorgung mit Energie war und ist auch in Zukunft eine Grundvoraussetzung für alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse. Der Recovery Fund der Europäischen Union unter dem Stichwort Recovery Fund meets Green Deal, wenn wir es einmal so auf einen Punkt bringen wollen, wird eben auch dazu beitragen, dass wir auf dem Weg in die Zukunft vorankommen. Und deshalb ist die Herausforderung der deutschen Ratspräsidentschaft nicht Energiewende, Klima, Umwelt oder Wachstum, sondern es ist Wohlstand und Wachstum und Klimaschutz gleichermaßen. Ich zähle auf Ihre Unterstützung durch den BDEW und die dort organisierten Unternehmen. Unser Ziel ist es, den Erfahrungsaustausch mit unseren europäischen Partnern im Sinne eines Lessons Learned fortzusetzen und gemeinsam gestärkt aus der Krise zu kommen. Und dazu gehört eben der Umbau unserer Energieversorgung. Dazu gehört das Abschalten der letzten Kernkraftwerke in den nächsten Monaten und Jahren, aber auch eben ein massiver Ausbau von erneuerbaren Energien, von Strom-, Wärme- und Gasnetzen, aber auch der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Aufgabe der Politik ist es, den richtigen Rahmen zu setzen. Dazu gehört unter anderem das Instrument der Anreizregulierung, mit dem wir Investitionen in den Ausbau der Strom- und Gasnetze garantieren und den Investitionsrahmen kontinuierlich weiterentwickeln. Eine andere wichtige Stellschraube ist der Aus- und Umbau der Wärmenetze. Nur wenn wir hier Fortschritte erzielen, wird es uns gelingen, Wärmewende und effiziente Sektorkopplung gleichermaßen voranzutreiben. Im Klimaschutzprogramm haben wir deshalb ein neues Förderprogramm für effiziente Wärmenetze verankert, das Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll. Auch für den Hochlauf der Elektromobilität stellen wir in erheblichem Umfange Bundesmittel bereit. Und sie werden angenommen. Ich meine damit den Umweltbonus von bis zu 9.000 Euro bei der Anschaffung eines Elektroautos, aber auch die kürzlich noch einmal um 500 Millionen Euro aufgestockten Fördermittel für den Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur. Ähnliches gilt für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Um hier erfolgreich zu sein, brauchen wir eine eigene Transportinfrastruktur für Wasserstoff. Gute Ideen gibt es. Die Grundlage haben wir im Übrigen bereits durch unser gut ausgebautes Gasnetz gelegt. Was noch fehlt, ist ein geeigneter Regulierungsrahmen, der die erforderlichen Investitionen anreizt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können unschwer erkennen, dass die fortschreitende Energiewende mit ihrer zunehmenden Sektorkopplung ein überaus facettenreicher Prozess ist. Umso wichtiger ist es, dass die Planung der Energieinfrastruktur für Strom, Wärme, Gas und zukünftig auch Wasserstoff und immer mehr auch grünen Wasserstoff noch viel stärker integriert und mit einem sehr langfristigen Blick erfolgt. Nur wenn ein Zahnrad exakt ins nächste greift, werden wir einen nachhaltigen, sicheren und effizienten Energiemix bekommen und sicherstellen können. Auf diesem Wege gibt es noch eine ganze Reihe ungeklärter Fragen, die wir beantworten müssen und beantworten werden. Wie viel erneuerbare Energie können wir im Inland erzeugen? Und wie viel müssen wir auch künftig importieren? Wie viel Energie soll künftig als Strom und wie viel als Gas bzw. Wasserstoff zu den Verbrauchern transportiert werden? Wie können wir Kapazitäten und Flexibilitäten zwischen den Netzen am besten im Interesse der Gesamteffizienz nutzen? Für all diese Prozesse gilt,
dass sie in engem Austausch mit den relevanten Stakeholdern erfolgen und sich dieser Austausch nicht auf ökonomische Aspekte beschränkt. Gerade beim Ausbau von Infrastruktur müssen wir Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz von Anfang an mitdenken. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme bei gleichzeitiger Stabilisierung der Strompreise mit Einnahmen aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und mit zusätzlichen Haushaltsmitteln. Das ist übrigens eine Premiere, für die ich mich sehr eingesetzt habe im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zum Konjunkturprogramm. Die daraus resultierende Absenkung der EEG-Umlage muss aber auch an die Stromverbraucher weitergegeben werden. Gleiches gilt für sinkende Börsenstrompreise. Ich zähle darauf, dass die Energieversorger ihre Kunden nicht alleine lassen werden. Zu dem von mir beschriebenen ganzheitlichen Ansatz bei der Energiewende gehört es übrigens auch, Elektromobilität als Teil des Energieversorgungssystems zu denken und in diese Richtung weiterzuentwickeln. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an einer kurzfristigen Neuregelung der Spitzenklettung in § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende liegt auch in der Digitalisierung und intelligenten Steuerung von flexiblen Verbrauchern. Aber Digitalisierung erschließt immer auch Potenziale bei der Vernetzung verschiedener Infrastrukturen und ermöglicht einen effizienten und sicheren Betrieb. Auch hier haben wir noch viel Spielraum, um smarter zu werden. Aufbauend auf dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat mein Ministerium daher zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen umfangreichen Branchendialog aufgesetzt, bei dem auch Sie alle gefragt sind. In diesem Sinne freue ich mich auf eine weiterhin produktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Vielen Dank und eine gute Diskussion. Vielen Dank an den Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Vielen Dank an Peter Altmaier. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz, zumindest hier im Saal, aber für Sie zu Hause, ich glaube auch, das funktioniert sehr gut, ein kurzes Lob für die Technik mal abholen, weil das funktioniert wirklich sowohl online sehr gut als auch hier vor Ort. Das ist alles relativ komplex, diese ganzen Monitore zu bespielen und das online zu bespielen. Also vielleicht mal einen kleinen Applaus für die Technik. Vielen Dank. Und jetzt fordere ich Sie gleich wieder mit der nächsten Frage, die Sie dann bitte online oder Sie hier vor Ort auf bdew-live.de beantworten. Falls Sie Netzbetreiber sind, nur die betrifft es jetzt, wie viel investiert Ihr Unternehmen grob geschätzt in den kommenden Jahren in den Netzausbau? Wie viel investiert Ihr Unternehmen grob geschätzt in den kommenden Jahren in den Netzausbau? Da schreiben Sie einfach eine Zahl rein und dann geht hier so eine Wolke, diesmal nicht aus Worten, sondern aus Zahlen los. Jetzt geht es nämlich um den Ausblick auf die Rolle der Energienetze für die Fortführung der Energiewende und natürlich den Standort Deutschland. Wir wollen über das bisher Geleistete sprechen, aber fast noch spannender die künftig notwendigen Investitionen in die Energienetze und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen. Ich freue mich auf drei Gesprächspartner. Vom Mai 2016 bis Oktober 2019 war er Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Es fühlt sich für ihn bestimmt immer noch an, wie ein Heimspiel hier zu sein. Seit Dezember 2019 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz Transmission. Stefan Kapferer, ich freue mich, dass Sie da sind. Und ebenso freue ich mich auf den Vorstand aus dem Vorstand der Bayernwerk AG auf Dr. Egon Westphal. Und bei Ihnen im Programm ist möglicherweise noch Jochen Hohmann angekündigt als Präsident der Bundesnetzagentur. Er war leider verhindert, aber wir freuen uns umso mehr auf den Abteilungsleiter Energieregulierung bei der Bundesnetzagentur, Achim Zerres. Ihre Maske übrigens, für alle Formel-1-Fans, das ist ein Unternehmen, was früher mal schnelle Autos gebaut hat. Eine Ferrari-Maske, aber er bleibt treu. Das ist doch sehr schön. Fangen wir gleich mal an mit Ihnen, Herr Zerres. In Deutschland gibt es ja trotz Corona, trotz Energiewende, oft war es an die Wand gemalt worden, keine Versorgungsprobleme wie in anderen Ländern. Wie würden Sie denn die Versorgungsqualität in Deutschland derzeit einschätzen? Die kann man nicht anders als gut beschreiben. Also wir haben eine konstant niedrige Rate an Versorgungsunterbrechungen. Wir haben eine
sehr sorgfältig agierende Netzbetreiberlandschaft. Wir werden gerade im Zuge des Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit in bislang ungekanntem Maße monitoren. Und wir blicken, das darf ich an der Stelle auch mal sagen, auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem BDW zurück in Sachen Bewältigung der Corona-Krise. Also das war sehr erfreulich. Was heißt denn das konkret? Was heißt denn gute Zusammenarbeit? Und kleiner Hinweis jetzt dann doch an die Technik. Die Uhr läuft hier nicht, weil ja sonst immer diese Uhr hier so schön läuft. Das wäre noch toll. Was heißt denn das, wir eine angenehme oder positive Zusammenarbeit? Dass der BDEW uns einen erheblichen Aufwand abnimmt, uns darüber in Kenntnis zu setzen, was eigentlich in der Fläche los ist. Wenn Sie in Bonn sitzen und Sie wissen, das deutsche Stromnetz wird von ungefähr 900 Verteilnetzbetreibern gemanagt und das Gasnetz von 800 Verteilnetzbetreibern, dann werden Sie selber lahmgelegt, wenn Sie jeden Einzelnen kontaktieren und die Stränge verfolgen müssen. Da leistete der BDEW sehr große Hilfe, dass er uns mit diesen Informationen, was ist da los, was brauchen die Leute, wo sind die Krisen, versorgt hat und uns auch mit uns gemeinsam auf dem BMW berichtet hat, was denn jetzt als nächstes Not tut. Das ist sehr gut gelaufen. Und jetzt gucken wir, ja, gerne gekündigt. Achso, es war ein Herr vom BDEW. Wir haben jetzt gerade über Versorgungsprobleme in anderen Ländern gesprochen. Müssen wir uns denn um die Versorgungsqualität mittel- oder langfristig Sorgen machen? Nein, also Sorgen machen müssen wir uns nicht, aber wir müssen natürlich die Herausforderungen ernst nehmen. Wir müssen schauen, wie bekommen wir den Umbau eines Systems von wenigen großen Stromerzeugungsanlagen tatsächlich in den Griff. Die großen Veränderungen sind noch nicht in den Gasnetzen. Da werden wir bei der Transformation zu Wasserstoff auch vor neuen Aufgaben stehen. Aber es ist etwas völlig anderes, als ob ich den klassischen Top-Down-Ansatz manage oder ob ich eine sehr viel kleinteiligere Erzeugungsstruktur habe, die aber zunehmend lastfern verteilt ist. Ja, wir haben zwar die weit überwiegende Anzahl von den Erzeugungsanlagen im Verteilnetz sitzen, aber die sitzen überhaupt nicht mehr lastnah. Gleichzeitig haben wir eine völlige Veränderung auf der Nutzerseite. Das, was heute an zusätzlichen energiewendetypischen Nutzungen da ist, agiert anders als die gewohnten Nutzer. Deswegen werden wir ganz andere Formen von Systemdienstleistungen auch sehen müssen und wir werden die Netze ganz anders überwachen müssen, als wir das bisher gewohnt sind. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ich unterhalte mich als Jurist immer gerne mit Technikern aus den Netzbetreibern. Da hat mir neulich jemand sehr umfangreich erklärt, wie er sein Netz umstrukturiert, damit einfach weniger an Systemdienstleistungen notwendig sind. Ich kann das jetzt nicht aktiv wiedergeben, dafür fehlt das Basiswissen. Aber es war zu spüren, da wird was getan und diese technische Herausforderung macht den Leuten auch Spaß. Das ist ja was anderes als Business as usual. Dafür, dass Sie gesagt haben, wir müssen uns keine Sorgen machen, war das, was nach dem Aber kam, relativ viel. Aber ich nehme es mal trotzdem so an und wir gehen da mal optimistisch raus. Herr Westphal, jetzt müsste Ihr Mikrofon auch funktionieren. Sind von der Energiewende aber nicht hauptsächlich die vier Übertragungsnetzbetreiber betroffen, weil die ja für die großen, wie man immer so schön sagt, Stromautobahnen zuständig sind? Ja, natürlich nicht. Es wurde in den Worten schon gerade klar, Systemverantwortung verschiebt sich hin zu den Verteilnetzen. Große Kraftwerke sind nicht mehr da. Aber bevor wir da vielleicht tiefer eingehen, wir haben gerade gesagt, Systemverantwortung, sicherer, zuverlässiger Betrieb. Ich freue mich erstmal über das Feedback, hoffentlich nicht nur am BDW, sondern auch an die Unternehmen. Ist sehr schön, auch die Wahrnehmung, die Würdigung von unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel, dass sie sich in Corona-Zeiten auf uns verlassen kann, ist, glaube ich, auch Grund für Stolz und Grund für Dank. Aber hier reden wir nur drüber. Ich glaube, in allen unseren Unternehmen sind viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, die es tagtäglich tun, Servicetechnikerinnen, Servicetechniker in Leitwarten und vielleicht deswegen auch von dieser Stelle, vielleicht stellvertretend für uns hier, herzlichen Dank an alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, die dafür gesorgt haben. Ja, Wahrnehmung, Würdigung, ja, die ÖNB-Thematik, gerade die großen Trassen quer durch Deutschland sind häufig in den Medien.
vielleicht weil sie quer durch Deutschland gehen, vielleicht auch, weil sie besonders kritisch diskutiert werden. Aber wenn wir gucken, wo sind die Erneuerbaren angeschlossen, weitgehend größer 95% in den Verteilnetzen, aber auch in den kommunalen Netzen. Wo sind die Kunden angeschlossen? Wir haben gerade gehört, Herr Altmaier hat gesagt, Elektromobilität möchte zum Teil die Energieversorgung machen. Allein im Gebiet E.ON, für die E.ON-Verteilnetzbetreiber kann ich sagen, sind es rund 25 Millionen Autos, die sukzessive elektrisch werden. Ich glaube, das macht das schon sehr schön deutlich. Die Sektorkopplung wird uns gerade vor Ort auch in den Städten, in den regionalen Gebieten sehr, sehr stark fordern. Aber auch jetzt schon, erneuerbare Energieanlagen, ich will es mal am Beispiel im Bayernwerk, wo ich mich genau auskenne, rund 300.000 dezentrale Anlagen, von denen ich gesprochen war, die Riesenherausforderungen für die Versorgungszuverlässigkeit von morgen stellen, haben wir in den letzten Jahren angebunden. Für die E.ON-Verteilnetzbetreiber rund 800.000 dezentrale Erzeuger in den letzten Jahren. Ich glaube, man sieht da, wir geben Gas und das bedeutet auch, wir geben da viel Geld aus. In den letzten 7 Jahren ist das Investitionsvolumen ungefähr 50% für E.ON in diesem Gebiet größer geworden. Also, und das geht weiter so. Sie kommen praktischerweise zu meiner nächsten Frage, aber ich gebe sie mal erst an Herrn Kapferer und dann gerne an Sie. Über welche Neuinvestitionsvolumen sprechen wir denn da? Ja, wir als 50 Hertz investieren in den nächsten 10 Jahren im Schnitt 1 Milliarde. Alle ÖNBs zusammen 61 Milliarden nach dem Netzentwicklungsplan der BNetzA für das Jahr 2030 und dann nochmal zwischen 18 und 24 Milliarden im Offshore-Bereich. Also da wird deutlich, wir reden über eine gewaltige Summe und die Kollegen von den Verteilnetzen, ich befördere jetzt mal unsere Freundschaft, Herr Westphal, haben ja in ähnlichen Größenordnungen da Investitionen vor der Brust. Also von daher gesehen, glaube ich, wird deutlich, das ist ein Konjunkturprogramm für Deutschland. Und ja, sagen Sie gerne auch noch. Ja, es wird auf die eine Studie hingewiesen, man kann auch die DENA, die ja wichtig auch nach vorne denkt, das sind auch die Zahlen genannt, wir stehen vor gewaltigen Zahlen, das ist eine Mammutaufgabe im Übertragungsnetz, im Verteilnetz. Die DENA-Leitnetzstudie sagt bis 50, so 140 bis 250 Milliarden Euro, das ist jetzt mal eine Zahl, für Verteilnetze und 90 bis 140 Übertragungsnetze. Und wir als Unternehmen, ich hatte das eben schon gesagt, in den letzten Jahren auf 50% gesteigert. Die E.ON-Gruppe gibt hier für das Gebiet rund 2 Milliarden Euro momentan per annum aus. Bewerten Sie gerne mal die Zahlen, die ich jetzt kurz hier vortrage. Sie sehen sie auch vor sich auf dem Monitor. Falls Sie Netzbetreiber sind, wie viel investiert Ihr Unternehmen grob geschätzt in den kommenden Jahren in den Netzausbau? Meine Lieblingsantwort ist alles. Die da rechts steht, mehrere Milliarden Euro, 200 Millionen, 70 Millionen, einen zweistelligen Millionenbetrag, dreifache der Abschreibung im Stromsektor, zweifache der Abschreibung im Gassektor, Größe mehr als 500 Millionen, mehr als 200 Millionen, mehrere 100 Millionen, da sieht man schon 3 Millionen, 310 Millionen, 4 Milliarden, 35 Milliarden Euro bis 2030, 30 Millionen, das dürfte Sie da nicht überraschen. Natürlich nicht. Nee. Aber wichtig ist, glaube ich, was Kerstin André vorhin in ihrer Eingangsrede auch gesagt hat, wo die Wertschöpfung am Ende landet. Ich glaube, das gilt ja auch für die Investitionen in die Netzinfrastruktur. Ich meine, wir sehen ja häufig die Belastung, die damit verbunden ist für die Stromkunden. Das ist natürlich auch so. Klar, die Investitionen kosten am Ende auch die Stromkunden Geld. Aber vieles landet eben direkt auch wieder vor Ort. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Jetzt für mich als Laien, was wird denn da investiert? Also wofür geben Sie Ihr Geld aus? Ja, ganz klassisch natürlich für Kabel. Wir haben gerade für den Südostlink, das ist unser großes Gleichstromprojekt von Magdeburg runter nach Isar, um die Abschaltung auch der Kernkraftwerke in Bayern dann auszugleichen, haben wir gerade für 2,5 Milliarden für unseren Anteil Kabel in Auftrag gegeben. Die werden in Köln, also in Deutschland, produziert von der Firma NKT. Das ist natürlich der größte Block, aber es gibt auch ganz viele kleine Bereiche, wo dann kleinere Unternehmen vor Ort zum Zug kommen, von, ich sage jetzt mal, Korrosionsschutz an Masten über Tiefbaumaßnahmen bis hin zum Errichten von Ladeinfrastruktur für Umspannwerken, damit wir unsere Fahrzeugflotte dekarbonisieren können. Wie ist es bei Ihnen? Verkabelung steht auch symbolisch für Integration erneuerbarer Energien. Alle wissen, die Akzeptanz steigt. Also die Integration erneuerbarer Energien bleibt das große Thema. Ich will auch noch ein Thema berühren, was auch natürlich kommt, die Kunden dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja die Brücke, Frau André hat sie zur Industrie geschlagen, das muss modernisiert werden. Auch Digitalisierung führt zu neuen Verbrauchern. Rechenzentren schließen wir groß an. Im Bereich von 2000 Megawatt haben wir momentan Anschlussleistung für Rechenzentren vorliegen. Das ist ungefähr vom Leistungsvolumen wie 700 Windräder.
Gott sei Dank leben wir in einem Land, das auch noch wächst. Aber die Modernisierung der Infrastruktur, einmal der Ersatz, man darf nicht vergessen, die Elektrifizierung war in den 70ern, 80ern, die werden älter, es muss ersetzt werden. Vielleicht zu einem guten Zeitpunkt, wenn wir es mit der Modernisierung, Digitalisierung verbinden. Ein Beispiel auch hier, intelligente Ortsnetzstationen. Da werden wir pro Jahr ungefähr 2000 von bauen, kostet eine Menge Geld. Aber das sind dann technische Betriebsmittel, die brauchen auch Kommunikationsnetze. Deswegen auch hier nochmal Werbung und vielen Dank auch an die Unterstützung. Wir brauchen Kommunikationsnetze für die Energieversorgung. 450 Megahertz, eine aktuelle Debatte, damit wir auch diese vielen dezentralen Einheiten, wir werden Millionen steuerbare Einheiten haben, kommunikationstechnisch sicher betreiben können. Jetzt haben Sie hier fröhlich erzählt, weil ich auch gut finde, wie viel Geld Sie ausgeben. Aber wo kommt das Geld eigentlich her? Wie werden denn diese Projekte finanziert? Ja, das ist ja bekannt, wie die Projekte finanziert werden. Ja, natürlich werden sie über die Stromnetzentgelte, über den Strompreis refinanziert. Das ist ja auch grundsätzlich richtig. Was man, glaube ich, aber nicht unterschätzen sollte, ist, wir sehen ja gerade einen gewaltigen Anstieg auch der Nachfrage nach Strom, also dem Ausbau der Netzinfrastrukturen, der ja zum einen notwendig ist, weil wir viele dezentrale Erzeugungseinlagen einbinden müssen, steht ja gegenüber auch eine höhere Nachfrage nach Strom. Und zwar nicht nur, weil wir jetzt Elektromobilität haben, weil es mehr elektrische Anwendungen in den Haushalten gibt, sondern weil wir in der Industrie, und das hat ja heute schon wiederholt eine Rolle gespielt, eine ganz massive Veränderung sehen werden. Tesla als Investition im Großraum Berlin hat am Ende in der Endausbaustufe den Stromverbrauch der Stadt Leipzig. Das macht ja deutlich, dass mehr Kilowattstunden am Ende an der Stelle auch mehr Einnahmen bedeuten, um den Investitionsvorhaben dann auch die entsprechende finanzielle Ausstattung zu geben. Und ich glaube, insofern ist das schon ein rundes Gesamtpaket. Sie wollten was dazu sagen, oder? Ich freue mich eigentlich über den Hinweis von Herrn Kapferer, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo wir den Netzausbau und die Netzertüchtigung und auch die Innovation nicht mehr nur von der Erzeugungsseite her denken können, sondern dass tatsächlich die Gesellschaft, die Unternehmen mit Energiewende anfangen und das ernst nehmen, was die Politik als Zielvorgabe äußert, und wir deswegen eben auch einen Nachfrageschub bekommen bei denjenigen, die Strom nutzen oder die aus Strom hergestellte synthetische Gase nutzen wollen. Und das bringt wiederum Netzausbaubedarf und Innovationsbedarf von der Nachfrageseite her mit sich. Das haben wir jetzt das erste Mal bei dem Szenario-Rahmen für den Stromnetzentwicklungsplan 2035 gesehen. Das werden wir noch viel stärker sehen. Das wird auch noch aus der Gasseite kommen, wie wir mit Nachfrage nach Wasserstoff denn umgehen im Netzbereich. Und auch da muss man immer dazu sagen, das wird am Ende des Tages zu Investitionen führen und wir müssen diese Investitionen finanzieren. Wir müssen uns aber gleichzeitig auch bemühen, so viel wie möglich an Innovation da rein zu stecken, damit uns die Investitionsbedarfe nicht völlig durch die Decke schießen. Frage an Sie alle, sowohl hier im Saal als auch zu Hause. Wo sehen Sie aktuelle unternehmerische Risiken? Wo sehen Sie aktuelle unternehmerische Risiken? Einfach wieder hier rechts von mir eintragen, beziehungsweise wenn Sie es hier im Saal machen, haben Sie hoffentlich nicht den Livestream, sondern nur die Frage und können dann dazu idealerweise keine ganzen Sätze schreiben, sondern vielleicht so ein, zwei, drei Worte, dass man das dann nachher auch noch erkennen kann und wir drei Kurzsichtigen hier das auch alle sehen können. Herr Zerres, die Netzbetreiber, was müssen die denn leisten, dass das mit den Investitionen gemeistert wird? Also das erste naheliegendste Ziel ist tatsächlich, dass die Vorhaben, deren Notwendigkeit schon anerkannt ist und deren Finanzierung auch schon von uns mit genehmigt ist, dass die tatsächlich realisiert werden. Wir hatten heute Vormittag in der Diskussion ja auch schon das Problem, dass wir eine unglaubliche Akzeptanzlücke haben. Und das gilt es sehr konzentriert anzugehen, dass wir da vorankommen. Wir können uns nicht mal mehr sicher sein, dass Maßnahmen, die Übertragungsnetzbetreiber sich ausgedacht und wir bestätigt haben, die Netzausbau verhindern sollen, die aber ihrerseits natürlich ein technisches Gerät erfordern, das irgendwo steht, dass die noch auf Akzeptanz stoßen.
Das heißt, da muss von der Branche und auch von den Behörden sehr viel mehr Überzeugungsarbeit, Transparenz, Aufklärung geleistet werden, damit wir die Maßnahmen, die wir jetzt sowieso schon durchfinanziert haben, auch wirklich realisieren können. Das waren jetzt schöne Schlagworte, aber wie sieht denn das aus konkret, die Aufklärungsarbeit, die Kommunikation? Wir werden wie bisher vor Ort in die Bürgerversammlungen gehen. Wir werden auch im Verteilnetzbereich dazu übergehen müssen, tatsächlich Netzausbaupläne transparent zu machen. Nicht in dem bürokratischen Aufwand, den wir mit den ÜNB treiben. Das wäre ein Overkill, das geht nicht. Ja, ich verstehe es sowieso nicht. Also wenn ich, selbst wenn ich Freunden erzähle, auch Journalistenfreunden oder Freundinnen und sage, da geht es heute in einem Talk um Verteilnetze, dann gucken die wie die Kuh, wenn es donnert. Also die wissen nicht genau, was das bedeutet. Also wie kann man denn da kommunizieren und sagen, das ist aber wirklich wichtig. Also man hat ja noch verstanden, ich will bei mir hier ein Windrad haben oder nicht, oder ich will bei mir ein Atomkraftwerk haben oder nicht. Aber da wird es ja dann irgendwann dünn, oder nicht? Ja, wenn Sie mich jetzt angucken, also Verteilnetz kommt aus der alten Zeit, ja, wo wir früher von Großkraftwerken die Leistung runtergeführt haben in dünn besiedelte Landstraßen, wo es abgenommen wurde, gerade in ländlichen Regionen. Und heute ist dort die Erzeugung. Heute bauen wir das ganze System in kürzester Zeit anders herum. Deswegen glaube ich auch, der Hinweis eben mit der Akzeptanz war sehr stark auf Übertragung, ist auf die Trassenleitungen geführt, mit Ausdehnung auf die Verteilnetze. Aber Sie hatten gefragt, wo kommt das Geld her? Ich meine, am Ende ist ja das eine Herausforderung, die wir alle gemeinsam haben. Wir stehen vor der Herausforderung, dass ein Riesenkapitalbedarf, der gar nicht offensichtlich kritisch diskutiert wird, sondern der ist da, wir werden viel Geld brauchen. Und dann stellt sich die Frage, wo kommt es her? Und wie sind die Rahmenbedingungen dazu in Deutschland? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da sehe ich auch neben der Beschleunigung von Planung und Genehmigung, der Umsetzung, aber wir haben auch eine große Herausforderung, ob das Geld zur Verfügung gestellt wird. Und das trifft alle Unternehmen, ob groß, ob klein, ob Übertragungsnetze, Verteilnetze. Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, nennen wir es Energienetze. Und die müssen das Geld beschaffen. Und Also am Ende muss irgendwie, wie auch immer, die Energiewende realisiert werden. Und da ist die Frage, wo kommt das Geld her? Genau. Und der Maßstab dafür ist ja, dass ein Geldgeber es bereitstellt. Und dann guckt er auf die Rahmenbedingungen, die wir da haben. Und da brauchen wir einfach sichere, planbare Rahmenbedingungen. Und der BDIW hat eine Umfrage gemacht bei Investoren, die deutliche Zurückhaltung mit den Kollegen aus Leipzig sichtbar gemacht hat bei Investoren. Wir spüren das auch als Unternehmen. Das können wir uns nicht leisten. Es gibt Analysen von NERA, die sagen, schon heute in der dritten Regelungsperiode wird nach internationalen Durchschnitten die Verzinsung gerade des Eigenkapitals in Deutschland unter 1% unterdurchschnittlich angesehen. Aber wir haben den Riesenkapitalbedarf. Das heißt, Eigenkapital für uns muss so dastehen, dass internationalen Wettbewerb um Verzinsung standhält. Und da müssen wir jetzt, und das ist lösbar, Änderungen herbeiführen im regulatorischen Rahmen in Deutschland. Premiere in Stunde 3 der heutigen Veranstaltung, es gibt Widerspruch. Ja, also ich bin ja Herrn Westphal dankbar, dass er das Rumgeeiere um den Begriff Eigenkapitalverzinsung beendet hat. Das ist ein Punkt, der ist natürlich für die Bereitschaft von Investoren, Geld zur Verfügung zu stellen, ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Das ist längst nicht der einzige, aber einer der wesentlichen Punkte. Und wir stehen vor der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. Und natürlich ist die Rolle der Bundesnetzagentur nicht, die jedweden Wunsch aus der Branche möglich zu machen, sondern wie das also auch schon so schön immer heißt, es muss eine angemessene Eigenkapitalverzinsung sein. Und hinter diesem Allgemeinplatz versammeln sich immer alle gern. In Zahlen ausgedrückt ist es natürlich lebhaft umstritten. Das, was die schlichte Fortführung der bisher angewandten Methode bedeutet, wäre eine Eigenkapitalverzinsung so in der Größenordnung von 4,9%. Wir haben schon diverse Äußerungen. Der BDIW hat, das ist ja allgemein bekannt, eine Investorenumfrage gemacht. Die läuft auf roundabout 7% hinaus. Andere Institutionen haben gesagt, ja, wir brauchen wieder die Eigenkapitalzinssätze vor der Energiewende. Da wären wir bei 9,5% und damit außerhalb des rational Diskutierbaren.
Aber wichtig ist dabei tatsächlich, einen insgesamt volkswirtschaftlich richtigen Wert zu finden, der Investoren dazu veranlasst, ihr Geld gerade in Netztechnik, in Netze zu stecken und nicht irgendwo anders hin. Das ist etwas, das schüttelt man nicht so aus der Hand. Da bin ich auch nicht der Meinung, dass man da letztlich auf dem Basar ist und irgendwas aushandelt. Denn auch das hat Herr Westphal schon ganz zu Recht betont. Es geht um verlässliche und stabile Rahmenbedingungen. Dieses Investment lebt ja nicht nur davon, dass man die nächsten 5 Jahre einen richtigen Zinssatz hat, sondern dass man sich auch auf die Entscheidungsmaßstäbe der Behörde verlassen kann, dass das auch in den kommenden 10, 15 und 20 Jahren richtig ist. Und wenn wir das einfach so hin und her würfeln nach Belieben, dann ist dieses Vertrauen, das vielleicht viel wichtiger ist als der aktuelle Satz, verloren. Jetzt drängt es Herrn Kapferer schon. Ja, es drängt ihn. Ich muss ihn aber ich muss ihm ein Kompliment machen. Ich bin jetzt nicht der größte Experte in der Materie, aber Ihnen glaube ich alles. Sie haben so eine sympathisch pastorale Ansprechhaltung. Das ist wirklich wahnsinnig sympathisch. Wir kommen gleich zur Auflösung hier, aber erstmal Sie, Herr Kapferer. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist die Frage, was bedeutet eigentlich die Verlässlichkeit für Investoren und warum brauchen wir diese Verlässlichkeit? Und da sind wir, glaube ich, Herr Zerres, so habe ich das ja immer erlebt, nie auseinander gewesen in allen Diskussionen. Weil was man wissen muss, und wenn Sie mal wieder mit Ihren Freunden abends beim Glas Wein zusammensitzen und denen das erklären, wir haben ja einen Refinanzierungsmechanismus der Investition, der über einen sehr langen Zeitraum erfolgt, wie das bei Infrastrukturinvestitionen ist. Haben aber jetzt in einer relativ kurzen Zeitachse, ich habe es vorhin gesagt, für mein Unternehmen jedes Jahr etwa 1 Milliarde einen hohen Investitionsbedarf. Da ich den also nicht kurzfristig zurückverdienen kann, muss ich ständig das Eigenkapital des Unternehmens erhöhen. Wir haben über mehrere Jahre verteilt Eigenkapitalaufnahmen dann von 750 Millionen bei 50 Hertz und die muss ich meinen Eigentümern ja jedes Mal verklickern. Und ich greife mal die Zahlen von Herrn Zerres auf und versuche das mal ein Bild zu gießen. Wir sind aus einer Situation gekommen, bin jetzt bei Nachsteuern, Herr Zerres, was ja auch nochmal wichtig ist. Wir sind aus einer Situation gekommen, da hatten Sie mal 7 Minuten Zeit zum Duschen. Ausreichend. Inzwischen sind wir bei einer Zeit, da haben Sie so rund 5 Minuten Zeit zum Duschen. Reicht wahrscheinlich immer noch. Wenn es jetzt so weitergeht im Mechanismus, dann sind wir demnächst bei 3,5 Minuten zum Duschen. Das reicht vielleicht noch für Leute mit wenig Haaren wie ich, aber der erste oder der eine oder andere wird schon in Schwierigkeiten kommen, ob er das noch in der Zeitachse hinbekommt. Und da wir einen Mechanismus haben, der das immer weiter runterdrückt, sind wir in der dann darauffolgenden Periode alle nicht mehr sauber, wenn wir aus der Dusche steigen, sondern haben den Schaum noch im Haar. Und ich glaube, da wird deutlich, dass wir was tun müssen an dem Mechanismus, um genau das herzustellen, was ich genauso sehe wie Herr Zerres. Eine verlässliche Situation, die über einen langfristigen Zeitraum trägt. Und genau das haben wir im jetzigen Mechanismus mit risikolosen Zinsreihen eben nicht. Und deswegen, finde ich, müssen wir darüber vernünftig reden. Wollen Sie noch mal widersprechen? Oder Sie wirken so, jetzt bin ich auch leid. Nein. Also die Diskussion wird ja noch mindestens ein gutes Jahr andauern. Und das ist auch richtig so, dass man so lange und intensiv darüber diskutiert. Ich glaube aber nicht, dass die derzeitige Niedrigzinsphase wirklich für sich genommen schon ein Problem für den Investor ist. Denn der Investor denkt ja immer in Alternativen. Der schaut sich ja immer an, was kriege ich denn wo für mein Geld und welches Risiko muss ich dafür in Kauf nehmen. Und natürlich findet man überall Investments, wo man irgendwie 9, 10, 12% versprochen bekommt. Aber die sind hochrisikobehaftet. Und natürlich gibt es auch sehr risikoaverse Investoren, die dann risikolose Anleihen haben wollen, aber die kriegen im Moment halt minus 0,5. Und da ist in diesen Spannbreiten ist einfach wichtig, wo man sich hinplatziert. Ja, unter Berücksichtigung des Risikos, das eine Investition in Netze hat.
Ich komme jetzt zu unserer Wortwolke und wer sich dazu äußern möchte, mache das bitte. Die Frage war ja, wo sehen Sie aktuelle unternehmerische Risiken? Da steht EK-Verzinsung, Regulierung, Planungssicherheit, Finanzierung, Politik allgemein, das können wir später noch besprechen hier, Auswirkungen des Netzausbaus auf Effizienzwert, Akzeptanz der Kostensteigerung beim Kunden, Planungssicherheit, Investitionssicherheit, Festsetzung der Personalkosten, stark sinkender EK-Zins, dann was nochmal, Perspektive, Regulierungsrahmen, nachhaltige Investitionsfähigkeit, zweite Geburtskomponente, Offshore-Ausbau, kein nachhaltiger Rechts- und Regulierungsrahmen, fehlendes Kapital für erforderliche Investitionen, Senkung Eigenkapitalverzinsung, Wirtschaftlichkeit versus Sicherheit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, RWE, E.ON-Deal führt zu Marktbeherrschung, Refinanzierung der regulatorischen Bereiche. Wo können Sie zustimmen, wo widersprechen Sie? Naja gut, es stimmt der Tatsache geschuldet, dass wir genau über das Thema reden, dass die größten Buchstaben in Gelb ja bei dem Thema auftauchen, das wir gerade angesprochen haben. Woher die Größe der Buchstaben kommt, weiß ich übrigens gar nicht. Von der Menge der Nennungen wahrscheinlich, so ist das glaube ich bei Wortwolken. Ja, so soll es wohl sein. Und von daher gesehen ist das ja nachvollziehbar, weil das Thema unserer Runde ist. Was ich übrigens, und das würde ich schon noch gerne hinterher schieben zu vorhin, was ich übrigens schön finde, dass es nicht auftaucht, sind Verzögerungen beim Netzausbau. Weil da finde ich, könnten wir jetzt auch mal ein bisschen optimistischer sein, als wir das in der ersten Runde eben waren. Und da wir auch mal Lob machen an BNetzA und BMWi, seit es das Controlling gibt, ist vieles besser geworden. Wir kommen deutlich schneller voran bei vielen Projekten. Also von daher gesehen wundert mich nicht, dass es da nicht auftaucht. Zu den anderen Themen eine Bemerkung. Wir bewegen uns, das kann man da auch erkennen, am Spannungsfeld auch ja auch als Netzbetreiber mit anderen Investitionsmöglichkeiten in der Energiewelt. Sie hatten das Stichwort zweite Komponente beim Offshore-Ausbau, zweite Geburtskomponente. Kerstin André hat es in ihrer Rede heute angesprochen. Da geht es ja auch um Investitionssicherheit, geht es ja auch um Investitionsfragen. EEG-Ausbau, geht es auch um Investitionssicherheit, geht es auch um die Frage, wie ist die zukünftige Refinanzierung meiner Investition. Ich glaube also, bei dem Riesenprojekt, das wir uns vorgenommen haben, der Transformation des Systems insgesamt, ist das kein alleiniges Netzthema. Das gilt für den Gesamtkomplex und deswegen ist gut, dass die Branche, glaube ich, da so geschlossen agiert. Und damit ich nicht Ärger mit irgendjemandem bekomme, ich habe Covid nicht erwähnt, obwohl es relativ groß geschrieben ist. Ja, weil da bin ich will auch auf die drei größten Wörter vielleicht hinweisen, EK-Verzinsung, Politik, Regulierung. Ich meine, Herr Zerres hat ja gerade ein paar Maßstäbe, ne? Wie hoch ist Wagniskapital? Ist ja keiner, vor dem wir Angst haben vor der Diskussion. Übrigens, die deutsche Regulierung ist auch nicht die einzige, die es gibt. Es gibt auch woanders Regulierungssysteme und deswegen machen wir einen Vergleich zu internationalen Regulierungssystemen. Da haben wir noch nicht mal die Schwierigkeit, in andere Branchen zu gehen. Und da stellen wir einfach fest, es reicht nicht. Da müssen wir dran. Das ist wichtig. Und deswegen, EK-Verzinsung ist ein zentraler Punkt, nicht der einzige. Wir haben Digitalisierung. OPEX ist nicht nur ein Effizienzkriterium. Es gibt, wenn man so will, gute OPEX und schlechte OPEX. Ja, und auch Fragen des Produktivitätsfaktors. Ne? Ein genereller Produktivitätsfaktor könnte man diskutieren. Aber wichtig ist mir nochmal zu sagen, Herr Zerres, es handelt sich nicht um Wünsch mir was der Unternehmen. Alle Redner heute, Frau Merkel, Herr Altmaier, haben, glaube ich, deutlich gemacht, Frau André, es geht hier um den Wunsch der Gesellschaft, diese Transformation durchzuführen, aufgrund der existenziellen Risiken, denen wir als Menschheit ausgesetzt sind. Und das Motto heute heißt, wir machen möglich. Und Herr Zerres, darunter müssen wir uns einfach nur versammeln. Die Diskussion kriegen wir hin. So, Herr Zerres, bevor Sie gleich was dazu sagen, weil Herr Kapferer das zu Recht ansprach, dass wir so ein bisschen pessimistisch waren, jetzt gucken wir optimistisch. Wir hatten natürlich als nächste Frage vorgesehen und die stellen wir jetzt, denn nach den unternehmerischen Risiken kommen wir jetzt zu denen, wo sehen Sie aktuell unternehmerische Chancen? Also bitte gerne, da freuen wir uns auch, wenn sich jetzt da wie heißt es, Wortblase? Nee, wie heißt es? Wortwolke aufbaut. Also einfach, wo sehen Sie aktuell unternehmerische Chancen? Schreiben Sie das gerne hin. Das ist immer so für 2-3 Minuten möglich. Und wenn Sie dann übrigens noch Fragen hier an die Runde haben, dann sehr gerne. Wir haben noch so 8 Minuten etwa. Also lassen Sie die gerne los. Aber Sie wollten darauf reagieren. Ja. Sie müssen. Ja. Wir haben ja in der Verordnung eine Formel, nach der die EK-Verzinsung bestimmt wird. Die spiegelt eine bestimmte wissenschaftliche Methode wider. Wir haben durchaus auch die Möglichkeit, da was dran zu ändern, im Einzelfall von abzuweichen. Wir haben daneben dann so etwas kryptisch neben dieser Formel den internationalen Vergleich stehen. Und bei diesem internationalen Vergleich, da ist es natürlich extrem wichtig, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem BDEW. Die haben so mal, schon mal Zeiträume dazwischen. Und wir sind dankbar, dass... Also wir haben Zeiträume dazwischen, klingt so, und dann haben wir wieder 2 Jahre nicht miteinander geredet. Nee, nicht so, also so 4, 5 Wochen dann. Ach so, okay. Ne? Und dankbar sind wir, dass der BDEW uns tatsächlich die Details seiner Studie zugänglich gemacht hat. Wir wissen also jetzt, warum der Herr Westphal zu seiner Aussage kommt, dass es nicht reicht im internationalen Vergleich. Das hat bloß den Haken, dass wir überzeugt sind, da ist aber methodischen Fehler drin. Da sind tatsächlich Äpfel mit Birnen verglichen worden. Und jetzt müssen wir uns zusammenraufen in die Frage, was ist denn ein richtiger Vergleich? Wenn man die rein nominalen Zinssätze vergleichen würde, dann sehen wir gar nicht so schlecht aus. Wenn man auch Besonderheiten wie in Deutschland, dass die Gewerbesteuer als kalkulatorischer Posten gilt, egal ob sie gezahlt wird oder nicht, was im Ausland ganz anders ist. Wenn man das mit einbezieht, dann sieht ein deutsches Investment wieder sehr gut aus. Da werden wir noch sehr intensiv diskutieren müssen, was nun richtig ist und was nicht. Insgesamt aber, glaube ich, ist das, was wir heute an Ordnungsrahmen haben, so flexibel, dass man jetzt eben nicht wünscht, dir was machen kann, aber dass man einen vernünftig gut begründeten EK-Zinssatz finden wird. Jetzt sind alle einig. Na, ich höre schon ein paar positive Botschaften bei Herrn Zerres, das will ich jetzt ja ehrlicherweise einräumen. Und ich glaube auch, dass der grundsätzliche Rahmen gut ist. Das Einzige, Herr Zerres, was mich so ein bisschen besorgt stimmt, war Ihre Zeitachse, die Sie im vorletzten Statement signalisiert haben. Wir müssten mal mindestens noch ein Jahr sprechen, weil wir ja alle wissen, dass die Investitionen jetzt vor der Tür stehen. Und ich glaube, Klarheit im Hinblick auf die nächste Regulierungsperiode lieber schneller als später kommt. Aber alles andere, ich glaube, das ist richtig. Wir haben eine vernünftige Gesprächsebene. Wir reden über die Details der Regelung. Es gibt eine gewisse Flexibilität. Und ich glaube ehrlicherweise, dass auf der Netzbetreiberseite weder im Verteilnetzbereich noch im Übertragungsnetzbereich Sie Leute treffen werden, die völlig surreale Vorstellungswelten haben. Also ich glaube, da gibt es eine vernünftige Grundlage für den Austausch. Also da bin ich hier auch natürlich einem Rollenverhalten geschuldet. Ja? Ich glaube in der Tat, wir können zueinander kommen. Herr Westphal. Ja, ich muss auch sagen, wir halten es ja auch für lösbar. Und ich danke mich erstens, Sie sagen, ja, eine Diskussion ist notwendig, wenn ich Ihnen das so in den Mund legen darf. Ja. Das Zweite ist, ich glaube, wir sind transparent. Das ist auch, wir kriegen auch eine fachlich ordentliche Diskussion hin. Und wir haben auch in der Vergangenheit Kapitalkostenabgleich. Wir haben ein paar Fragestellungen auch in der Vergangenheit schon hinbekommen. Ich sehe auf deiner Seite, wir haben noch Gesprächsnotwendigkeiten. Ja. Und müssen da gucken. Ich will aber auch darauf hinweisen, wenn Sie nicht genügend investieren, dann hat das ja auch Folgen. Ne? Das will ich gar nicht nur auf das Redispatch hinweisen, verzögerter Netzausbau im Übertragungsnetz, über 1 Milliarde Euro, glaube ich, im letzten Jahr. Das sind Kosten für die Gesellschaft. Wir haben auch eine Studie mit RWTH Aachen und Frontier Economics in Auftrag gegeben. Was bedeutet das denn? Und unterkritisch investieren, Netze nicht ermöglichen, hat Folgen, volkswirtschaftliche Kosten zufolge. Hier ein konkretes Beispiel und die summieren sich der Studie nach am Anfang auf hunderte Millionen und gehen am Ende auf 4 Milliarden per annum. Wir müssen auch dran denken, wenn wir nicht rechtzeitig klare Signale geben, dass der hohe Kapitalbedarf gut angelegt ist an Investoren, dann haben wir ein grundsätzliches Problem mit den Ambitionen der Energiewende. Und das Zweite, wir erzeugen Kosten in der Volkswirtschaft, die wir vermeiden können. Da hat doch gar keiner was von. Also auch daran denken, wir sollten handeln, gemeinsam handeln, klare Signale, Deutschland will es, wir machen möglich. Sehr schön, wäre fast ein Schlusswort, aber ich wollte noch ganz kurz gucken, was jetzt hier eingegangen ist und bitte Sie dann auch um Kommentierung. Also natürlich, das kommt jetzt nicht überraschend, das größte Wort hier ist die Digitalisierung, dann haben wir die Elektromobilität, sprachen wir auch drüber, Dekarbonisierung der Industrie, Energiewende und alles andere, Wasserstoff, Windkraft, erhöhte EK-Verzinsung für neue Technik im Netz, Green New Deal, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, Investitionen als verlässlicher Wachstumstreiber, Mitgestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft, Wertschöpfung vor Ort, dezentrale Erzeugung synthetischer Gase, Förderer der Energiewende vor Ort, erneuerbare Energien, Energiedienstleistungen, Smart Grids,
können Sie dem allen zustimmen, dass Sie das als große Chancen sehen, bei so vielen Chancen? Ich suche mir eins aus, ich bin ja Übertragungsnetzbetreibervertreter, kann ja nicht hier zu tun, als ob ich für alles zuständig wäre, aber was uns intensiv beschäftigt bei 50 Hertz ist das Stichwort Dekarbonisierung der Industrie. Wir haben uns ja eine Strategie gegeben, dass wir bis 2032 100% der in unserem Netzgebiet verbrauchten Energie aus Erneuerbaren bereitstellen wollen. Im Moment sind wir so ein bisschen über 60. Und das machen wir nicht nur, weil das klimapolitisch natürlich eine gute Nachricht ist, sondern das machen wir auch deshalb, weil wir merken, dass alle, sei es Stahlindustrie, sei es Chemieindustrie, sei es die Digitalwirtschaft, ein Bedürfnis hat nach möglichst viel grüner Energie, in Einzelfällen auch Wasserstoff. Und insofern Dekarbonisierung der Industrie ist ein zentrales Stichwort, wo, glaube ich, für die Energiewirtschaft ein Riesenpotenzial drinsteckt. Zum Abschluss hätte ich von Ihnen beiden gerne ein Lob. Was macht die Bundesnetzagentur richtig gut? Jetzt haben wir sie ja schon gelobt, aber was sie richtig, schon mehrfach gelobt, sowohl Herr Westphal als auch ich, aber was sie richtig gut macht, ist, dass sie sich heute in Gestalt von Herrn Zerres immer wieder der Branche zum Dialog stellt. Und so nähern wir uns ja erkennbar schrittweise an. Ja, ich würde auch sagen, es ist auch heute sichtbar geworden, ich glaube, am Ende finden wir zusammen. Und das ist wichtig, weil die langfristigen Rahmenbedingungen brauchen wir. Und da ist die BNetzA unser wichtigster Partner. Und was macht die andere Seite richtig gut? Nicht so lange Pause machen. Dann ich überlege, welches der vielen Beispiele ich nehme. Aber ich glaube, die Bewältigung der technischen Herausforderungen, das, was technisch bei den Netzbetreibern geleistet wird, das ist schon enorm. Nicht nur bei den Strom, auch bei den Gasleuten. Also da ist schon Substanz da. Dann danke ich Ihnen dreien. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.